Bestimmt hast du davon schon gehört, die sogenannte Man-in-the-Middle-Attack. Beschreibt ein Phänomen, dass Daten von Dritten mitgelesen werden oder irgendwelche Kommunikationen im Allgemeinen abgehört werden. Wie das Ganze funktioniert und warum das für dich datenschutztechnische Relevanz hat, das erörtern wir in diesem kleinen Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu Frag einen Datenschutzbeauftragten. Wir wollen uns der spannenden Frage widmen, was eine Man-in-the-Middle-Attack ist und was du genau tun kannst bzw. worauf du achten kannst, damit solche Attacken in deinem Unternehmen oder auch in deinem Privatleben gar nicht erst auftreten können. Natürlich gibt es wie immer keine absolute Sicherheit, das wäre ja auch ein Wunschkonstrukt, aber wir können zumindest sehr, sehr viele kritische Schwachpunkte und Lücken analysieren und entsprechend schließen, damit sowas bei dir sehr wahrscheinlich nicht auftritt. Dazu müssen wir natürlich erst einmal klären, was genau ist eigentlich eine Man-in-the-Middle-Attack. Außerdem müssen wir gucken, welche Probleme können denn daraus resultieren? Also was kann passieren, wenn solch eine Attacke durchgeführt wurde und erfolgreich war? Und natürlich Lösungen schaffen. Wie immer Angebote und Empfehlungen dazu, was du tun kannst, damit du diese Problemzonen richtig behandeln kannst. Schauen wir uns dazu jetzt erstmal das erste Thema an, nämlich was ist denn eigentlich eine Man-in-the-Middle-Attack? Bei einer Man-in-the-Middle-Attack kannst du dir grundsätzlich vielleicht ein Schaubild vorstellen von zwei Menschen, die miteinander kommunizieren. Der eine steht rechts und der andere steht links. Sie gucken sich an und reden miteinander. Solange die sich sehen können und um sich rumschauen können, können die genau mitbekommen, wer alles mithören kann. Also wer an dieser Konversation oder Kommunikation sonst noch Anteil nehmen kann, ohne vielleicht wirklich direkt beteiligt zu sein. Gehen wir jetzt mal davon aus, die beiden Menschen telefonieren, können sich nicht sehen, stehen zum Beispiel mit dem Rücken zueinander und telefonieren. Ich weiß, das ist ein bisschen abstraktes Schaubild, so wird natürlich kein Mensch miteinander umgehen, aber es verdeutlicht, was passieren kann. Die beiden Personen sehen sich also nun nicht direkt. Wie bei uns, wenn wir ein Telefonat durchführen, können wir die andere Person nicht sehen. Jetzt kann es passieren, dass aber zwischen den beiden Personen dennoch eine andere Person steht. Und genau daher kommt auch die Idee dieses bildlichen Begriffs der Man-in-the-Middle-Attack. Also eine Drittperson, die in irgendeiner Form in die Kommunikation eingreift und diese Kommunikation abgreift, entweder nur zum Mithören oder auch die Informationen zu verändern. Nun ist das in einer ganz normalen Situation von Mensch-zu-Mensch-Kommunikation in einem geschlossenen Raum vielleicht kein großes Ding, was so einfach passieren kann. Da müssen wir dann schon an Hollywood-Filme und Verwanzungen und sowas denken. Aber bei einem Telefon kennen wir das aus den Hollywood-Filmen und unterschiedlichen Serien sehr, sehr gut. Zumindest in der Vergangenheit haben wir da immer gesehen, wie irgendeiner auf so einen komischen Telefonmast hochkletterte, dann irgendwas an einem komischen Blechkasten rumfummelte und stöpselte Kabel dazu. Mit einem Mal konnten unten im Übertragungswagen oder im Abhörwagen dann die anderen Leute mitlauschen, was da so übers Telefon erzählt wurde. Genauso funktioniert eine Man-in-the-Middle-Attack heutzutage im Internet, in den technologischen Zeitalter der Digitalisierung auch noch. Nur mit versteckteren Methoden, die noch schwieriger sind zu erkennen. Und das genau funktioniert so. Du sitzt an deinem Computer und stellst eine Verbindung deines Computers, heutzutage meistens über WLAN, mit einem sogenannten Router her. Der Router ist dein Zugangspunkt ins Internet. Das heißt, zwischen deinem Computer und dem Router besteht eine Information. In dieser Information wird geteilt, welches Endgerät mit welchem Endgerät kommuniziert, und dann werden kleine Datenpakete hin und her geschoben. Der Router wiederum stellt deine Verbindung als Brücke ins Internet dar, wo er sich dort dann mit einem bestimmten Server verbindet. Zunächst erstmal der Einwahlpunkt-Server deines Providers, der dir die Internetleitung zur Verfügung stellt. Da haben wir also noch eine Datenverbindung, wo die Datenpakete hin und her geschoben werden. Und dann von da aus weiter an andere Stellen ins Internet. Wenn du also Amazon.com eingibst oder Google.de, dann tut sich da so einiges an unterschiedlichen Geräten im Hintergrund.
Diese Situation kann jetzt natürlich ausgenutzt werden. Entweder durch einen direkten Eingriff in die Verbindung, also schon am ersten Knotenpunkt deines Endgeräts zu deinem Router, wo zum Beispiel ein Angreifer hingeht, einen bestimmten Schadcode in deinem System implementiert, der dir vorgaukelt, die Verbindung zum Router aufzubauen, aber stattdessen die Verbindung zu einem anderen PC aufbaut, der dann wiederum die Verbindung zum Router aufbaut und so auch all deine Kommunikation und all deine Daten tracken kann. Ein ähnliches Prinzip einer solchen Man-in-the-Middle-Attacke, die jetzt ja aus der Position eines Angriffs geschildert wird, gibt es als offizielle Sicherheitsmaßnahme, unter Umständen sogar schon in deinem Unternehmen, nämlich ein sogenannter Proxy-Server. Und dieser Proxy-Server ist der Zwischenknotenpunkt, bevor die Datenpakete von deinem Rechner ins Internet verschoben werden, laufen sie über diesen Server, werden dort protokolliert, unter Umständen werden dort Auswertungen durchgeführt, welche Daten hin und her geschickt werden, um so die Sicherheit innerhalb des Netzwerkes zu bewerkstelligen und zu garantieren. Wenn das ein Angreifer ist, würde man hier von einer Man-in-the-Middle-Attack sprechen. Wenn dir das nicht bekannt ist, kleiner Datenschutz-Fun-Fact, dann ist das auch eine Man-in-the-Middle-Attack in Bezug auf dich als Privatperson von deinem Unternehmen, denn es muss natürlich bekannt gegeben werden, dass alle Kommunikation, die du innerhalb des Unternehmens durchführst, an irgendeiner Stelle gelockt und geprüft wird. Sonst könnte es ja sein, dass du persönliche Daten, von denen du ausgehst, dass sie niemand anders mitliest, über den geschäftlichen Computer verarbeitest. Und das kann wiederum dazu führen, dass jemand anders mitliest und deine persönlichen Daten ausspähen kann. Also da an der Stelle ist auch ganz wichtig, Richtlinien im Unternehmen zu haben, die an alle Mitarbeiter vernünftig kommuniziert sind. Dazu haben wir auch noch ein anderes Video gemacht, was wir hier irgendwo verlinken. Eine Man-in-the-Middle-Attack kann außerdem aber natürlich nicht vor dem Knotenpunkt Router passieren, sondern sie kann am Router selbst passieren. Das heißt, auf dem Router selbst laufen ja Betriebssysteme, die kennt man normalerweise, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, dadurch, dass man sich mit dem Computer mal auf eine Web-Oberfläche geschaltet hat und da irgendwelche Einrichtungen am Router vorgenommen hat. Ja, und das würde dann bedeuten, dass an dieser Stelle der Schadcode implementiert wird, sodass der Router gar nicht mehr von dir wirklich konfiguriert und eingerichtet wird, sondern eben von einer Drittperson, die dann diese Daten abgreifen kann. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, auf der Verbindung vom Router, also zweiter Knotenpunkt, ins Internet zu deinem Zielserver die Kommunikation abzuhören. Das geht auch auf verschiedensten Wegen. Das kann durch einen direkten Eingriff passieren, indem eine ungeschützte Verbindung ausgenutzt wird. Ich stelle mir da immer das Bild einer Autobahn vor, wo ich von oben aus dem Helikopter drauf gucke und dann sehe ich, wenn ich nach unten gucke, ganz viele Autos, die da fahren. Ich kann genau sehen, wie viele Autos in welchem Abstand auf dieser Autobahn sich bewegen. Wenn ich ein bisschen näher ranzoome, kann ich vielleicht sogar noch erkennen, was für Autos es sind, also welche Information sich auf dem Datenstrom nun wirklich verbirgt. Diese unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit obendrauf, dass nicht die Verbindung selbst abgefangen wird, sondern der Endpunkt gefälscht wird. Hier sprechen wir sehr häufig vom sogenannten Phishing, das wir auch hauptsächlich auf dem E-Mail-Spam-Junk-E-Mail-Weg beobachten können oder wo wir dort genötigt werden, unsere Daten an eine bestimmte Stelle zu übergeben. Ihr kennt das bestimmt selber, dass mal E-Mails ankommen, wo dann drin steht, Amazon, du musst dein Konto verifizieren, wir haben einen unberechtigten Zugriff. Klick jetzt hier und verändere deine Profilangaben, damit dein Konto wieder sicher ist. Wenn du dann auf diesen Link klickst und es eine Phishing-E-Mail ist, wirst du auf einen anderen Server weitergeleitet, der dir vorgaukelt, dich mit Amazon zu verbinden. Du loggst dich dort ein, gibst damit deine Login-Daten für dein Amazon-Portal preis und schon können andere Leute auf deine Kosten sich schöne Dinge kaufen. Diese unterschiedlichen Merkmale von Man-in-the-Middle-Attacks sollen nur ein kleines Beispiel für die mannigfaltigen Möglichkeiten geben, wie man heutzutage Kommunikation beeinträchtigen kann und vor allen Dingen abgreifen und verändern kann. Ja, und was für Probleme können denn daraus entstehen? Naja, die Probleme haben wir gerade schon zum Teil angesprochen. Also das erste ist natürlich, dass Informationen von Drittparteien mitgelesen werden können, die diese Informationen nicht bekommen sollen. Das ist der erste Punkt. Also im Endeffekt ein Datenleck. Dann ist der zweite Punkt, dass Informationen, die abgegriffen werden können, auch bewusst beeinflusst werden können.
nicht nur nachdem sie abgegriffen wurden, werden sie beeinflusst und an einer anderen Stelle dann verwendet, sondern auch in derselben, im selben Kommunikationsweg schon. Das heißt also, die Information wird abgegriffen, wird verändert und dann zurück in den gleichen Weg gegeben, sodass dabei die Illusion entsteht, du würdest etwas tun, was genau den Zweck dient, den du verfolgst, jedoch bist du an der falschen Stelle, wie gerade in dem Amazon-Beispiel, und übergibst deine Daten fleißig an Drittparteien, die diese live verändern und direkt weiterverwerten innerhalb des Kommunikationsflusses. So kann zum Beispiel auch ein versteckter Identitätsdiebstahl stattfinden. Außerdem gibt es noch den Fall, den du gar nicht mitbekommst, nämlich, dass zum Beispiel der E-Mail-Server, den du nutzt, angezapft wird, beziehungsweise die Firewall, hinter der der E-Mail-Server arbeitet, korrumpiert wurde mit einer Schadsoftware und so deine Verbindung zum E-Mail-Server gar nicht sichergestellt ist, obwohl du dich am richtigen Server anmeldest, sogar über die richtigen Wege, bei der richtigen Firewall, die richtige Authentifizierung und sogar über geschützte Verbindungen. Wenn die Firewall innerhalb dieser Verbindung korrumpiert ist oder der Mail-Server an sich, dann hast du da schlechte Karten, überhaupt herauszubekommen, dass du davon betroffen bist. Und natürlich die wahrscheinlich bekannteste Form einer Man-in-the-Middle-Attack ist die über ein trojanisches Pferd. Also ein Softwareprogramm, das ähnlich eines trojanischen Pferds sich als etwas anderes ausgibt, als es eigentlich sein sollte, nämlich ein Virusprogramm, zum Beispiel zur Fernsteuerung deines Computers oder zur Fernsteuerung von automatischen Hintergrundprozessen auf deinem Computer. Das kann dafür sorgen, dass Daten abgegriffen werden und an andere Parteien übermittelt werden, ohne dass du es mitbekommst. Und hier nochmal der Hinweis, jedes Smartphone, jedes Tablet, jeder Laptop ist ein Computer, ist ein digitales System, auf dem solche trojanische Software installiert werden kann. Ja, und was ist jetzt die Lösung für diese Probleme? Die Lösung ist gar nicht mal so leicht, weil wir haben ja sehr, sehr viele Angriffspunkte. Wir haben also sehr, sehr viele einzelne Knoten in unseren Datenströmen, die wir betrachten müssen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch am Knotenpunkt selbst, zum Beispiel deinem Laptop oder deinem Smartphone, den unsichersten Faktor haben. Das ist der Faktor Mensch. Und auch wenn wir uns das nicht gerne eingestehen, weil wir uns immer für sehr, sehr souverän halten, was wir bestimmt auch sind, aber wir sind alle nicht gefeit vor dem sogenannten Social Engineering. Also wenn Hacker hingehen, beziehungsweise Angreifer in irgendeiner Form hingehen und über gezielte Manipulation in der Sprache dafür sorgen, dass du Daten preisgibst, ohne dass du es wirklich mitbekommst. Ein weiterer Punkt ist der, der in Anknüpfung an das Beispiel mit der Datenautobahn und den kleinen Autos der Datenpakete darauf sind, wenn wir vom Himmel heruntergucken. Wenn wir da einen Tunnel rumbauen, also die Autobahn durch einen Berg verläuft oder unterirdisch durch einen Tunnel, dann können wir von außen betrachtet nicht mehr sehen, welche Autos das sind, wie viele Autos das sind oder geschweige denn, was sich in diesen Autos an Informationen, die für uns vielleicht interessant sein können, verbirgt. Also der erste Punkt ist, Verbindungen immer sicher gestalten. Das funktioniert heutzutage bei allen digitalen Internetverbindungen über sogenannte SSL-Verbindungen. Jedoch sind damit die Daten selbst nicht verschlüsselt. Hier nochmal ein kleiner Hinweis auf unserer IT-Sicherheitsschulung. Da gehen wir auf dieses Thema auch noch im Detail etwas näher ein und beschreiben genau, was der Unterschied zwischen einer geschützten Verbindung und verschlüsselten Daten ist. Das genau knüpft auch an den Punkt der Datenverschlüsselung an. Also wenn man dafür sorgt, dass die Daten selbst verschlüsselt sind und nur die beiden Endpunkte, die miteinander kommunizieren dürfen, die benötigten Dekryptionsfunktionen bedienen können, also den Schlüssel haben, um die Daten wieder zu entschlüsseln, können wir schon dafür sorgen, dass selbst wenn eine Man-in-the-Middle-Attack irgendwo stattfindet, die Daten zumindest mal nicht so einfach ausgespäht werden können oder verändert werden können, weil sie eben, selbst wenn sie abgegriffen werden, nicht wirklich Sinn ergeben, solange wir den Schlüssel nicht haben zum Entschlüsseln. Das führt dann auch schon zum nächsten Punkt. In einem Unternehmen kann man natürlich dafür sorgen, dass alle Verbindungen nach außen gechannelt über eine bestimmte Firewall zum Beispiel passieren oder ein Netzwerk, das mit unterschiedlichen Firewall-Endpunkten gesichert ist, sodass wir alle Kommunikationsströme beobachten können und am besten kontinuierlich überprüfen können auf bestimmte Fixwerte. Sowas nennt man dann Continuous Monitoring. Auch das erklären wir in unserer IT-Sicherheitsschulung ausführlicher.
Eine weitere wichtige Problemlösung ist das Thema Zugang. Im Datenschutz ein sehr wichtiges Thema. Wer kann die Datenverarbeitungsanlagen, also die Laptops, Computer, Server, was auch immer ihr dort so habt in eurem Unternehmen, überhaupt bedienen? Wer kann diese Geräte benutzen? Da kommen wir wieder auf das Thema Social Engineering zurück, weil hier kann es natürlich auch passieren, dass die Leute, die keinen Zugang haben sollten, mit Menschen in Verbindung treten, die diesen Zugang haben und sich so unberechtigterweise Zugang verschaffen. Vielleicht sollten wir das Thema Zugang genau aus dem Grund etwas besser moderieren und kontrollieren. Das nächste Thema wäre dann der sogenannte Zutritt. Also wer kann eigentlich sich Zugang zu den Räumlichkeiten verschaffen, in denen wir unsere Datenverarbeitungsanlagen betreiben oder beziehungsweise überhaupt die Daten verarbeiten? Hier sollten wir genau darauf achten, wen lassen wir rein, damit er eben nicht in irgendeiner Form korrumpierende Aktionen durchführen kann. Das kann ja alleine schon sein, dass man einen USB-Stick mitbringt, den man an einen Computer klemmt, der automatisch ein trojanisches Pferd installiert. Und die letzte kleine Stellschraube, zu der wir hier noch eine Lösung mitformulieren möchten, ist Thema E-Mail-Server. Hier ist es zum Beispiel möglich, dass ihr bestimmte Domains standardmäßig ablehnt und bestimmte zugelassene Domains nur in der Kommunikation überhaupt freigebt. Damit könnt ihr dann auch steuern, dass bestimmte Informationen an euch gelangen und nicht gelangen. Und ihr könnt eben auch verhindern, dass gefakte E-Mail-Accounts, die euch irgendetwas suggerieren möchten, Stichwort Phishing-Mails, überhaupt Informationen zukommen lassen können. Sowas kann man am Mail-Server selber konfigurieren, sowas kann man hauptsächlich aber auch natürlich in einer Firewall, die vor dem Mail-Server steht, zur Brücke ins Internet einstellen und damit eine noch höhere Sicherheit erzeugen. Ja, und was wisst ihr zum Thema Man-in-the-Middle-Attack? Welche Erfahrung habt ihr überhaupt mit Internetkriminalität schon mal gemacht? Denn es ist ja nun mal ein weit gefächertes Thema und uns würde das sehr, sehr interessieren, weil wir dann unter Umständen in anderen Videos euch noch ein bisschen bessere Hilfestellung geben könnten. Also schreibt uns was in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Was haltet ihr von unseren Lösungsvorschlägen? Was haltet ihr von unserer Erklärung zu diesem Thema? Habt ihr vielleicht Feedback, dass wir die Erklärung noch verbessern können, dass andere Leute, die sich dieses Video anschauen, dann direkt von eurem Input profitieren können? Das wird uns am meisten Spaß machen. In diesem Sinne, mein Name ist Stefan Plesnik und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, frag einen Datenschutzbeauftragten. Ciao!